Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 Wiederaufbau. In der letzten Folge haben wir mit unseren drei Lieben einen Ausflug unternommen in den, Krachtens grünen Garten. Und eigentlich fand ich das ganz lustig. Es gab für jeden was zu tun. Marcel hat direkt ein bisschen Schach gespielt. Leon hat geangelt und sich mit einem Franz hieß er, glaube ich, gut unterhalten und mit dem Räuber und Gendarm gespielt. Susanne hatte auch ihren Spaß, indem sie erstmal 100 Simeons eingerappt hat. Dann hatte sie mit irgendeinem Stefan Moms hieß der, glaube ich, sich unterhalten und auch mal versucht zu flirten. Aber das war so ein Depp, dass der irgendwie ganz blöd auf was reagiert hat und dann weggelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, dann lassen wir das eben. Haben stattdessen Susanne Hotdogs zubereiten lassen. Dann haben wir noch lecker gefuttert und sind gerade wieder auf unserem Grundstück angekommen und müssen jetzt mal gucken, wie es den Einzelnen so geht. Aha, sie machen was? So, was willst du denn schon wieder machen? Säubern? Okay, nee, kannst du jetzt auch mal lassen. So, Moment mal. Ja, wir haben immer noch die Nachfolgen davon, dass wir hier beklaut wurden. Ich hatte gar nicht gemerkt, der Spiegel ist übrigens auch weg. Also wir müssen dann natürlich hier irgendwie nachlegen. So, er ist auf Toilette. Susanne, was kannst du machen? Du könntest hier weitermalen. Das gibt wenigstens Geld. Oh, und Klein Leon sollte vielleicht ein Mittagsschläfchen machen. Okay, du gehst dann eine Runde schlafen, damit du nachher vielleicht noch mal ein bisschen was machen kannst. So, wie gut hat er sich denn mit diesem Franz da? Oh, immerhin! 42, ey, cool! Unser Leon hat dann bald den ersten Freund, würde ich sagen, weil alle anderen waren zwar mal da, aber irgendwie alles auf Null. Null, 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 alles Nullen. Aber immerhin da, der Franz, der ist gut. Okay, dann, Junge, reinigen, säubern. So geht's nicht. Wir brauchen auf jeden Fall. Also ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Ja, ich meine, einen Spiegel kaufen. Spiegel wäre schon nicht verkehrt, damit man sich auch mal die Pickel ausdrücken kann. Oder was Marcel ja auch gerne macht, posieren vorm Spiegel und gucken, ob die Muckis alle noch da sind oder mehr werden. Wäre schon ganz interessant. Noch wichtiger finde ich aber eigentlich ein Bücherregal, weil man sieht, es geht mal was kaputt. Man muss vielleicht mal Mechanik lernen oder auch mal wieder Kochen üben. Ja, Bücherregal wäre schon mal irgendwie wichtig, ne? Fernseher, okay, den hatten wir jetzt mal. Den finde ich noch fast am unwichtigsten. Hat zwar am meisten Spaß gemacht, aber ja. Also die Dartscheibe wäre mir dann erstmal wichtiger. Also ich muss halt mal gucken. Aber ich finde Bücherregal und so, ja. Hast du jetzt sauber gemacht alles? Zeig mal. Wo willst du denn hin? Ist das jetzt alles wieder in Ordnung? Gut, okay. Dann kannst du vielleicht noch den Boden aufwischen. Wie wäre das? Und dann bitte noch hier säubern und Hände waschen. Dann gucken wir doch mal. Was kostet denn ein Spiegel? Spiegel, da der kleine 100. Ja, dann wäre der schon wieder weg. Ach, ist jetzt aber auch nicht so wichtig, oder? Nee. Also ich finde wirklich, die Dartscheibe kostet zwar 180. Aber die wäre schon wichtig. Was kostet denn jetzt so ein Schacht? Das kostet 400. Oh. Puh. Also ohne Dartscheibe. Und es ist, ihr habt es ja gesehen, ziemlich egal, wo wir die hinpacken. Gut, 180 kostet die Dartscheibe. Was kostet ein olles Regal? Auch 200 für Bücher. Ach, Mist, 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 Mist. Was machen wir? Ja, komm, wir ersetzen erstmal die Dartscheibe, weil die haben am nächsten Tag wieder Schule. Und wenn die dann hier nichts haben, um überhaupt mal Spaß zu kriegen, das funktioniert halt nicht, ja. Das bringt's nicht. Das ist. Dann müssen wir gucken. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Oh, wer ist denn da? Wer ist das? Halt, wer ist das? Wir gucken. Wer ist das?
Wer bist du? Leute, guckt's euch an. Was ist das für ein pausbäckiges, hässlich irgendwie, oder? Nee. Nee, nee, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Du siehst schon so knautschgesichtig aus. Stammst du von der Miss Knautschgesicht ab? Also irgendwie hatte ich so einen sehr mürrischen Gesichtsausdruck, die Madame. Gut, dann würde ich sagen, ruf du doch mal ein paar Sims an. Du brauchst auch mal wieder irgendwie Freunde, ich weiß nicht was. Susanne ist brav am Malen, das ist gut. Und der kleine Leon schläft noch ein bisschen. Ja, wir können ihn ruhig noch ein kleines bisschen liegen lassen, das ist in Ordnung. So, ich wollte, dass er mal die hier anruft. Genau, die ist ja immerhin scheinbar schon mit ihm befreundet. Die Regina, dann plauder mal mit der. Dass wir hier mal ein bisschen Kontakte pflegen. Alter, das geht ja so wirklich nicht mehr. Okay, und Susanne ist brav am Malen, ja. Was wird das? Auch ein Sonnenuntergang? Oder was soll das darstellen? Oder einfach nur Streifen? Rot und Gelb. Kontrast. Ja, irgend sowas. Irgend sowas wird es sein. Na, und ihr zwei, versteht ihr euch gut? Oh, ja, immerhin schon 64. Ey, und da unten auch schon 60. Hey, cool, die sollten wir vielleicht mal einladen. Und er hat ja auch überhaupt nicht... ja. Ah, hi Susanne, schon wieder eine Ewigkeit nichts von mir gehört, ja. So, dann, was könntest du denn jetzt mal machen? Ich überlege gerade. Fähigkeiten, ja. Ich kann ihm gar nichts weiteres. Doch, obwohl, warte mal. Kannst du auch irgendwie Vögel beobachten, Foto unterhalten, posieren? Du kannst nicht joggen gehen und gar nichts. Das ist dumm. Das ist echt, echt dumm. Haben wir denn das Kreuzworträtsel heute schon gemacht? Nein. Das kannst du mal lösen. Das ist doch schon mal was. Und dann schmeißen wir mal den Kleinen aus dem Bett raus. So, junger Mann, aufstehen. Die Arbeit ruft. Und zwar kannst du bitte auch gießen, gießen, gießen. Ja, und Susanne hat wieder einen Kreapunkt. Sehr schön. Gießen und dann kannst du bitte benutzen und säubern. Ah, er kann jetzt Schmetterlinge und ein paar Spinnen fangen und sammeln. Und da wurde der nächste Punkt gemacht. Marcel kriegt einen Logikpunkt, Susanne Krea und Leon Begeisterung für die Natur. Leider kann er mit seinem... Ah, und das Bild ist fertig. So, Moment, stopp, Bild fertig. Das wollen wir verkaufen. Wo ist es? Susanne, komm her. Zeige uns das Bild. Ja, das ist abstrakte Kunst in Rot und Gelb und ein bisschen Weiß. Oh ja, immerhin 77. Das ist besser als die 14, die sie letztens, ich glaube, waren nur 14, bekommen hat für irgendein Bild. Was weiß ich. Wo rennst du hin? Ah, schon wieder Regina. Oh, und Susanne malt gleich weiter. Mhm, das gefällt ihr so gut, dann malt sie direkt weiter. Okay. Eigentlich wollte ich, dass du auch mal telefonierst. Oh, oh. Was ist das jetzt? Okay, ich mach's. Ich fahre nach Downtown. Das machen wir jetzt. Er hat ein Rendezvous. Er hat ein Rendezvous. Nee, die anderen bleiben da. Das ist nur für Marcel. Ja, guck mal. Hallo. Warte, warte, warte. Nix da. Du, hallo, hier. Oh, wer steht denn da? Halt! Stopp! Wer bist du? Svenja Schein. Wieso steht die hier und hat einen blauen Dings über sich? Da ist Barry. Kannst du dich irgendwie aufbrezeln? Nee, ne? Ja gut, nee, komm du mal, dann schwatz doch schon mal mit der. Begrüß die. Die scheint dazu zu gehören. Begrüß die halt, ne? Und die da? Die gehört aber nicht dazu. Die hat keinen blauen... Ich dachte, das wäre ein Rendezvous. Aber das ist so ein Gruppendingensbummens. So, warte mal, halt, stopp.
Ja, wir wissen, dass Susanne Begeisterung für was weiß ich hat. Komm, erzähl dir einen Witz und dann rede mal mit der irgendwas über Hobby, Kochen vielleicht. Ja, Frauen und Kochen, das hören wir gerne. Und dann müsste auch gleich das Taxi kommen, hoffe ich. Ja, die natürliche Muse, bla bla bla, ist mir doch egal. So, wir wollen nach Downtown natürlich. Und zwar am besten gehen wir, wo gehen wir am besten hin? Lauter junge Leute. Sonntags um 17 Uhr. Na, Pizza passt da nicht. Nee. Ich glaube, wir könnten ja in so eine Bowlingbahn gehen. Zuckerschnute, Flotter Otto. Ja, dann gehen wir dahin. Komm, gehen wir einfach mal dahin. Ist ja nur wurscht. Ja, hübsch. Und bye bye. Und dann hier. Okay. Was macht eigentlich Leon? Ach so, der ist am Duschen, okay. Und Susanne malt und du gehst mit irgendwelchen Leuten aus. Ja, da hätten wir die anderen beiden doch mitnehmen können. Ich dachte erst, es geht um ein Date. Deswegen habe ich so begeistert zugesagt. Naja, gut. Ja, vielleicht bringt uns das auch irgendwie weiter. Mal gucken. Ach nee, ehrlich. Was hatte ich denn letztens gemacht? Da hatte ich. Wir hätten natürlich auch mal wieder einen Kochwettbewerb mit Marcel besuchen können. Vielleicht hätten wir noch mal einen Preis gewonnen. Aber eigentlich wollte ich Schätze graben, aber das machen wir am nächsten Tag, weil ich habe wirklich rausgefunden, wie auch schon ein Tipp von einer lieben Abonnentin lautete, Schätze graben macht doch absoluten Spaß. Und vor allem, man findet vielleicht doch das ein oder andere, was man dann für gutes Geld eintauschen kann, verkaufen kann und so, ne? Ja, aber jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich leider nicht mehr so viel Zeit, ob ich das gebacken kriege, dass wir hier ein gutes, ja, Unternehmung haben. Und ja, mit wem bin ich jetzt unterwegs? So, stopp mal, halt mal lange. So, ich weiß, die Regina hatte angerufen, deswegen dachte ich, es wäre ein Date. Da ist ein Heike Langer, der aber ein Typ ist. Das werde ich nie verstehen, Sims und ihre Namen. Da haben wir die Svenja, die eben schon da war. Und ich glaube, da ist die Regina. Ja, oder? Ja, da ist Regina Lamberts, mit der er ja schon befreundet ist. Genau. Jo, dann macht mal. Geht einfach mal machen, ihr alle da. Das heißt, wir sind zu 1, 2, 3, 4, 4. Wir sind zu viert. Okay. So, dann gehst du mal dahin. Und dann sagen wir mal, wir machen ein Team. Typen gegen, kannst du mitspielen? Mit Marcel spielen? Und du auch? Und du natürlich auch. Auf geht's. Alle mitmachen. Ich hoffe, das funktioniert. Ist mal was anderes als Bowling direkt, aber ja. Schauen wir mal, wie sich das hier aufteilt. Oh, ist hier irgendwer krank? Bitte nicht anstecken. Wir können jetzt keine ansteckenden Krankheiten gebrauchen. So, dann zeigt uns mal, wer gehört zu welchem Team, wer ist mit wem und überhaupt. Ich hoffe, das gibt Punkte. Ich habe keine Ahnung, was da bei diesen Unternehmungen immer Punkte gibt. Hab da aber auch von euch noch nichts weiteres dazu gehört. Ist schon fertig mit. Ach so, das war's jetzt schon, oder wie? Oh Gott. Unterhalte die mal. Nee, erzähl ihren Witz. Du jetzt nicht hinhocken. Also Leute, ihr sollt Spaß haben. Reden, tratschen. Und vielleicht mal kitzeln. Das ist auch meistens gut angesagt. Und dann gehst du hier mitmachen. Mit Svenja mitmachen. So, auf geht's. Hopp, 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 hopp. Beeil dich, beeil dich. Geht so. Okay. Oh, die Zeit läuft ab. Ja, mach doch mal was. Oh, dann halt. Stopp. Oh, was willst du da mit dem? Geh mal hier hin. Unterhalten, Witzken. Reden, ach, über Hobby, ja, komm, erzähl ihm was vom Sport vielleicht.
Und dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, mach halt mal. Und sie schreit mir ins Ohr, Hilfe! Ach ja. Komm, mach, die Zeit läuft ab! Jetzt geh und mach was mit dem Typ! Oh. Irgendwas lautes höre ich im Hintergrund. Ach, da ist, glaube ich, irgendwer am Singen. Oder hat einer die Musikbox angemacht? Keine Ahnung. Komm, mach was! Tu was mit dem Typ da! Oh Gott, die mögen sich nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Hab nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich reg mich nur gerade wieder auf, weil es hier nicht funktioniert. Vielleicht wieder über Kochen reden und komm, mach, ich will das hochkriegen. Oh Mann, ich hätte gern wenigstens spaßig und nicht nur so geht so. Kannst du die kitzeln? Oh, warum kann die nichts kitzeln? Vielleicht hätte ich Musik machen sollen und tanzen oder so. Hör doch mal auf! Das nervt mein Sohn auch noch, weil er so unbedingt das Headset haben will. Ja. Oh nee, was ist jetzt? Nein, 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 nicht wegscheuchen! Nein, nicht! Oh! Ich... Na, das war cool. Danke für die schönen Stunden. Okay, ab nach Hause, komm. Geh nach Haus. Geh nach Haus. Es ist mir jetzt echt zu blöd. Komm, auf. Aber wir müssen... Wah! Ein Taxi bestellen. Jetzt blitzt es auch noch hier. Komm, ruf ein Taxi. Weil was willst du da machen? Wolltest du eben wieder abspülen gehen? Du kannst hier nicht als Tellerwäscher arbeiten, brauchst auch nichts abspülen gehen. Geh in den Regen, lass dich vom Blitz treffen. Mach irgendwas. Aber irgendwie kriege ich diesen Mist nie höher als auf geht so. Oder, naja. Doch spaßig habe ich auch mal hingekriegt, glaube ich. Aber man kriegt nämlich ganz coole Sachen, wenn diese Gruppengeschichten funktionieren. Da kriegt man tolle Geschenke, hätte man vielleicht was Schönes zum Verkaufen bekommen. Komm, stell dich hier hin, vielleicht wirst du vom Blitz getroffen. Nein? Geh dahin. Komm, Blitz, erschlag mich. Nee. Nein, du räumst nichts ab. Du wäschst jetzt keine Teller. Da ist das Taxi. Geh Taxi fahren. Husch, ab nach Hause. Jetzt müssen wir auch noch Geld für ein Taxi ausgeben. So eine Frechheit. Und hat uns nichts über. Ich habe ja auch echt gedacht, es wäre ein Date. Na gut, egal. Hab mich halt wieder verguckt. Aber immerhin, ich denke mal, er hat seinen Spaß gehabt. War mal mit Leuten unterwegs. Jetzt kennt er noch ein paar Teenies mehr. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber manchmal habe ich es einfach nicht drauf. Da verklick ich mich. Will die wertschätzen und drück wegscheuchen und all so ein Quatsch. Naja. Das kommt alles nur davon, wenn ich hier so abgelenkt werde und bedrängt werde, endlich mal zum Ende zu kommen. Damit ein gewisser Herr sein volles Headset wiederbekommt. So. Ja, ja, labern, ich sag nichts, du. So. Er ist wieder daheim und wie immer hat der gute Mann Hunger. Ist ja meistens so. Was gibt's denn zu essen? Was könntest du denn mal machen? Nudeln mit Käsesoße, das wäre mal was Neues. Nein, Spaghetti hatten wir schon. So, und sie ist am Malen. Und was macht unser Leon? Der ist fertig mit Baden. Dann kann Leon vielleicht noch mal nach ein paar Fischen gucken. Da, guck mal, Leon, da sind ganz viele gerade. Dann angel mal. So. 2 Minuten, du wirst noch 2 Minuten aushalten. Jetzt geh mal da weg, du. Oh Gott, ich wäre hier genervt. Magenknurren, fülle den Kühlschrank. Nein, sag bloß jetzt. Der Kühlschrank ist wenigstens noch da, dafür ist er jetzt leer. Ja, das ist die Challenge, genau. Wir brauchen Lebensmittel. Das fehlt ja gerade noch. Wir haben ja sonst nichts, ne? Erst der Dieb, jetzt ist der Kühlschrank leer. Ich krieg die Krise. Liebe Leute, ich krieg die Krise. Nee. Ja, Lebensmittel, genau. Kein chinesisches Essen. Lebensmittel. Jetzt müssen wir mal langsam machen. Wir haben, naja gut, wir haben noch genug Geld. Ey, komm. Halt. Nee, also 200 reichen erstmal, finde ich.
Gucken mal, dass wir das mit mehr von unserem Zeug bestimmen. Oh, wer ist denn das? Andrea Bender. Wollen wir die begrüßen? Komm, begrüß die gerade. Die ist so lieb. Die könnte vielleicht dem Leon gefallen. Obwohl, die sieht auch irgendwie ein bisschen gestört aus. Ja, begrüßt du die jetzt oder begrüßt... Nee, willst du nicht? Okay. Hast du auch das Gefühl, die ist nicht ganz... Okay. Was machst du jetzt? Rülpsen. Einfach mal so in der Gegend rumrülpsen. Lass deine Schwester in Ruhe. Die ist am Malen. Geh lieber hier die Dame hier da. Lieferung annehmen. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, wer bist denn du? Daniel Glocke. Ah, kann der vielleicht mitmachen? Wenn wir den... Okay. Ich würde sagen, ich krieg hier nur gemeckert von allen Seiten. So 3 Minuten sind rum, mach jetzt mal Schluss. Ich mach dann jetzt Schluss. Hoffe, ihr hattet soweit Spaß daran und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.